Hallo in die Runde und willkommen bei einem neuen Video. Heute mal ein Messer der Firma Zero Tolerance, und zwar das 0350 TS. Im Lieferumfang neben der Anleitung das Messer an sich. Und so sieht das gute Stück aus. Also, wir haben G10 Griffschalen geriffelt, also sehr schön, sehr griffig. Wir haben einen Clip, der nicht nur beidseitig, sondern auch oben unten versetzbar ist, also vierfach versetzbarer Clip, finde ich sehr gut. Auswahlmöglichkeiten sind immer klasse. Fangriemenöse, ganz klar. Und wir haben auch mehrere Möglichkeiten des Öffnens, und zwar den Flipper und den Pin. Das Ganze funktioniert bei beiden Öffnungsmechanismen extrem gut, da das ganze Messer diesen Speed Safe oder die Speed Safe Öffnung hat. Das heißt, das Öffnen ist federunterstützt. So, und dann fällt einem natürlich auf, diese Klinge. Dieses gestreifte Muster, deswegen auch Stripe, ist das Tiger oder Tiger DLC, und das hat nichts mit den Comics zu tun, sondern das heißt Diamond Like Carbon. Das ist die Beschichtung dieser Klinge, und die finde ich einfach immer noch genial, gefällt mir richtig gut. Deswegen wollte ich dieses Teil auch unbedingt haben. So, das Ganze im Ken Onion Design. Die Klinge ist sehr, sehr schön und sehr, sehr scharf. Also, man ist es ja auch nicht anders gewohnt. Ich sag mal, ja, das schneidet nicht nur das Wasser bis auf den Grund, sondern auch noch einiges mehr. Von der Verarbeitung her, wie gesagt, die gewohnte Qualität von Zero Tolerance. Ja, das ist auch, da wackelt nichts, da sitzt alles fest. Das ist, ja, wie gesagt, preislich liegen wir bei, ja, 190, 200 € ungefähr. Und die Klinge besteht aus einem rostfreien Edelstahl, und zwar S30V. Eine Klingenlänge von 8,2 cm hätten wir und eine Gesamtlänge des ganzen Messers von 19,3 cm. Jetzt habe ich mir hier extra noch einen Stick zugelegt, um das Ganze mal ein bisschen, ja, wenn man so ins Detail geht oder ja, was machbar ist. Also das normale Schnitzen, sage ich mal, würde jetzt noch gehen. Wenn man dann anfängt ins Detail zu gehen oder mit kleiner Arbeiten, dann fängt es schon an, komisch zu werden. Man merkt einfach, dass die Klinge, ja, von der Form her, läuft vorne zusammen, hier vorne wieder auseinander. Und das ist einfach für mit dem Daumen mitzuarbeiten, für ein bisschen Feinarbeit zu machen, zu schnitzen, ist das einfach ungeeignet. Aber es ist ja auch kein Auto- oder Bushcraft-Messer. Wir reden jetzt hier im Prinzip von einem ganz normalen Folder. Und ja, dafür es als Taschenmesser dabei zu haben, wenn man natürlich die Pins abgemacht hat und den Flipper abgeschliffen hat und ja, es dann 42a konform ist, ja, oder einfach für die Sammlung und man lässt es so wie es ist. Einfach ein wunderschönes, tolles Messer, sieht gut aus, macht einiges her. Zu sagen wäre auch noch ein Gewicht von 170 Gramm. Das ist natürlich schon einiges, also nicht unbedingt das Leichteste, was man sich so vorstellen kann. Und dank diesem Mechanismus, dank dieser Öffnung, ist es auch einfach schön, ein bisschen mit dem Teil, ja, umzuspielen. Geht einfach fluffig, hört sich gut an. Ist echt super. So, tja, wie gesagt, das Zero Tolerance 30350 TS. Ein weiteres Teil in meiner Sammlung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.
Ciao.